Hallo zusammen. Jahresrückblick 2019 und am Ende vom Video Ausblick auf 2020. Da sage ich ganz konkret Sachen, an denen wir schon dran sind mit dem Team Wiesner, die also die nächsten Monate auf euch und uns zukommen werden. Anfangen möchte ich mit einer kleinen Geschichte quasi. Stell dir vor, du bist in den 40ern schon, bist seit 20 Jahren in deinem Job, bist auch gut da drin, hast dich da voll reingekniet, hast wirklich viele Überstunden, hast dich da voll reingekniet. Und dann findest du die Frau deines Lebens. Und dann werdet ihr schwanger und ihr habt also ne, euren Lebensmittelpunkt gefunden. Es geht euch gut. Und du weißt, wenn du nicht die Kaffeemaschine klaust, dann bist du in den nächsten 20 Jahren in deinem Job sicher und dann kann dir nichts passieren. Du verdienst gut, irgendwie die Rente ist sicher und so weiter. So war das bei uns vor 2 Jahren. Und dann haben wir beschlossen, wir bauen im Ausland ein Haus. Wir ziehen ins Ausland, beziehungsweise aus der Schweiz zurück nach Deutschland. Ich verlasse diesen sicheren Job. Christina und ich sind beide selbstständig hier in Deutschland. Das heißt, ich gebe so einen richtig sicheren Hafen. Ich gebe alles aufgeben, was ich mir die letzten 20 Jahre aufgebaut habe. Und mache mich selbstständig als Fotograf und nicht mehr als Informatiker. Also quasi das, wo ich 20 Jahre wirklich, wirklich hart für gearbeitet habe, irgendwie ist jetzt nichts mehr wert. Weil jetzt bin ich raus da, so ein bisschen. Ne? Das war nicht so ganz einfach. Das war 2018 wirklich, wirklich anstrengend. Wir sind in der zweiten Jahreshälfte 2018 nach Deutschland gezogen. Und sind dann eigentlich quasi ausgepackt und gleich wieder Koffer gepackt und sind nach Neuseeland geflogen. Mit dem Kind, 7 Wochen mit dem Camper rumgereist und haben dann auch das Magazin rausgebracht, komme ich gleich drauf. Und sind also quasi erst seit Weihnachten letztes Jahr sind wir erst in Deutschland richtig und sind erstmal angekommen. Also 2019 war für uns privat halt auch erstmal ein Ankommenjahr. Das Haus war fertig, aber der Garten war noch ein Acker. Also da irgendwie vernünftig Rasen machen, Mähkante setzen, Zaun bauen, Blümchen pflanzen, einen Haufen Bäume haben wir gepflanzt. Ich glaube, wir haben 14 Bäume bei uns auf dem Grundstück. Wir haben eine Blümchenwiese für die Bienen und so weiter. Einen Schuppen gebaut, ein Rasenmäher gekauft. Also, wenn du einen Garten hast, weißt du, das ist eine ganze Menge Arbeit, wenn man dabei null anfängt und auch keine Ahnung davon hat. Man muss sich auch damit auseinandersetzen. Und auch sonst, erstmal ankommen. Ne? Versicherung, wo ist eine Apotheke, wo ist ein Arzt, wo ist ein Zahnarzt, wo ist der nächste Aldi, wo ist ein Lidl, wo man irgendwie und so weiter. Also, Ankommen halt einfach. 2019 war für mich wahrscheinlich das anstrengendste Jahr ever. Also wirklich ever, weil zum einen, das muss ich so sagen, in der Schweiz war ich wirklich sozial sicher. Also ich war abgesichert, ne? 20 Jahre, fast 20 Jahre da gearbeitet. Und habe dann mal quasi meine, um das mal auch so unter uns zu sagen, habe quasi meine Altersvorsorge aufgelöst für das Haus. Ich habe trotzdem Schulden natürlich. Ne? Das Haus gehört ja nicht mir, das gehört ja der Bank. Ich habe trotzdem Kredit da drauf. Das heißt, ich habe einen Haufen Schulden, ich habe keine Altersvorsorge und fange bei null an und habe einen Job, den es in 10 Jahren so nicht mehr geben wird, den es vor 10 Jahren nicht gab, den ich auch nicht so richtig gelernt habe oder so. Also ich habe Informatik studiert und nicht Fotografie studiert. Das ist schon auch eine recht harte psychische Belastung. Also Christina verdient auch gut, die hat auch eine lange Ausbildung hinter sich, keine Frage. Es geht uns gut, soll kein Jammern sein. Aber einfach, dass man das halt auch mal anspricht. Das ist, als Fotograf heutzutage bin ich ja überzeugt, kann man eigentlich nicht mehr leben von der Fotografie. Es gibt eine Handvoll Fotografen, die gut verdienen, aber nur eine Handvoll. Allen anderen geht schlecht. Vergleichsweise schlecht. Und künftig noch schlecht. Also, das heißt, es ist ja doch ein rechtes Risiko zu sagen, ich mache mich als Fotograf selbstständig und ich lebe auch nicht von der Fotografie, habe ich schon öfter gesagt, sondern ich lebe vor allem nicht von YouTube, sondern von dem Magazin. Und über YouTube bin ich bekannt und kann das Magazin verkaufen. Und solange ich das gut mache, wird sich das auch verkaufen. Deswegen machen wir das gut. Das so als Rahmenbedingung. So. Und deswegen war 2019 also so ein super anstrengendes Jahr, weil ich mich halt erstmal finden musste, gucken musste, ob das alles funktioniert und so weiter. Und das hat sich dann auch sehr viel verändert, sage ich jetzt. Ich fange mal mit dem Reisen an. 2019 sind wir, obwohl ich eigentlich nicht viel reisen wollte, ich wollte eigentlich möglichst viel zu Hause sein, auch erstmal ankommen halt. Trotzdem, ich war in Island. Das war das erste Mal, dass ich ein selbstfinanziertes Projekt gemacht habe, größeres. Ich habe einen Filmer mitgenommen. Und ich habe mir Sponsoren besorgt, Rollei und Sigma haben das Ganze mitfinanziert, aber ich habe einen Verlust gemacht finanziell, also das meiste habe ich bezahlt. Weil für 2 Leute Flug und Hotel und dann hat der Eike auch nicht umsonst für mich gearbeitet, natürlich, den habe ich auch bezahlt. Das war natürlich schon teuer. Aber es hat sich total gelohnt, es war finanziellen Verlust, aber es ist ja auch eine Image-Sache und jetzt verwende ich das häufig und ich habe sehr gutes Feedback gekriegt und so weiter und ich zeige den immer mal wieder, wenn ich neue Kunden akquirieren will oder so, kann ich sagen, guck mal, sowas kann ich machen oder sowas mache ich, so in der Art. Aber es war halt auch ein finanzielles Risiko natürlich. Dann war ich im Frühling auf Tahiti, auf Einladung von Panasonic, habe das Review zur Panasonic S1 gemacht. Und Bora Bora ist also Traum. Ne? Also ich stehe ja nicht aufs Meer, ist nicht so mein Ding.
Aber das war wirklich wie im Film. Also das war schon echt, muss ich nicht nochmal machen, weil totaler Luxus, aber es war schon echt cool. Dann war ich mit der Familie in Berchtesgaden, dann war ich mit der Familie in der Schweiz, dann waren wir mit der Familie im Pfälzerwald und im Allgäu. Ich war nochmal mit dem Sebastian, komme ich gleich drauf, im Pfälzerwald. Dann war ich nochmal mit Nikon in Berchtesgaden. Dann bin ich mit dem Ben Regge aus Hamburg ein paar Mal unterwegs gewesen, im Harz und in Hamburg und so weiter. Da war ich ein paar Tage in der Nähe von Aachen und habe eben das Hörbuch aufgenommen zu dem Buch und so weiter. Also ich war viel weg von der Familie, was auch nicht immer ganz einfach ist. Teilweise, wir versuchen das, also wir sprechen da sehr viel drüber, wir versuchen das hinzukriegen, dass es für alle passt. Aber ich habe halt einen Beruf, bei dem ich einfach auch viel unterwegs bin. Und das ist mit der Familie nicht immer ganz einfach. Deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, dass ich auch sehr viel Zeit zu Hause verbringe. Und morgens halt zu Hause bin, wenn Ronja aufwacht. Und ich mache sie morgens fertig, dass Christina auch einen Augenblick Zeit für sich hat. Und wir essen zusammen Abendbrot und so weiter. Also ich spiele mit Ronja am Nachmittag noch etc. Also das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. So, Reisen. Das war ein bisschen die Reisen. Deswegen sage ich das so, weil ich finde, wenn man eine neue Heimat findet, dann hat man die erst, wenn man ein paar Mal weg war und wieder nach Hause kommt. Weil jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und mich freue, nach Hause zu kommen, dann merke ich irgendwie, ich bin zu Hause, hier ist es schön. Oder? Also, wenn du schon mal irgendwie komplett weggezogen bist, dann wirst du das kennen. Das dauert eine Weile. Und das heißt auch, für mich ist Wegfahren auch immer noch sehr anstrengend, weil ich das Gefühl habe, oh, ich muss einfach mal da sein, ich muss einfach mal eine Weile da sein. Deswegen machen wir im Moment auch einen ruhigen Winter und machen mehr so Tagestouren oder so oder Ausflüge halt, aber sind jetzt auch gerade über Weihnachten ganz viel zu Hause gewesen. So, Reisen. Dann Projekte. Das Büro, in dem ich hier sitze, vor einem Jahr, als wir aus Neuseeland zurückgekommen sind, nach vorne geblickt haben auf das Jahr, da war für mich klar, ich habe mein Homeoffice und das reicht. Ich werde nie ein Büro haben. Höchstens ein Lager für das Zielfoto. So. Dann haben wir aber gemerkt, dass es zu Hause halt doch nur so gut funktioniert. Ich bin jemand, ich kann sehr, sehr gut zu Hause arbeiten, wenn ich Single bin. Aber mit Familie ist es schwierig. Wenn ich in meinem Büro sitze zu Hause und das Kind quakt oder Schwiegereltern sind da und da wird gelacht und gegackert und so weiter. Ich habe zwar eine Schallschutztür, ich höre das nicht doll, aber ich höre das halt. Und ich will auch nicht den ganzen Tag da mit Kopfhörern sitzen. Oder dann will ich ein Video drehen und im Hintergrund hört man das Kind gackern und so. Und fand ich, das geht nicht so richtig. Und dann hatten wir die Garage voller Zielfotos, das ist irgendwie auch nicht richtig. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ich brauche was, ich brauche ein Lager. Und dann wurde das hier frei und dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich doch das hier. Und das habe ich hier ein Lager und ein Büro in einem. Und das kostet mich halt jeden Monat natürlich, ich zahle die Miete. Aber weil ich auf dem Dorf wohne, ist das jetzt nicht vergleichbar mit Miete Frankfurt oder so. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Aber das war eine schwierige Entscheidung und natürlich auch, ne, das Büro war leer. Alles kaufen, ne? Von der WC-Bürste über die Spülbürste, über Tisch, Stühle, Bänke und so weiter. Also alles, was man halt so braucht. Das war auch eine ganze Menge, nicht nur eine Menge Geld, sondern auch einfach eine Menge Zeit und Arbeit und Energie. Zum Ikea fahren und Tische zusammenbauen und so weiter. Also alles, was da so dazu gehört. Dann habe ich zwei Zielfotos gemacht. Zielfoto Neuseeland und Zielfoto Blitz. Die haben wir beide im 2019 gemacht. Die verkauft sich übrigens sehr, sehr gut. Wir haben nicht mehr so furchtbar viele. Nur so nebenbei. Neuseeland haben wir noch eine ganze Menge. Und dann habe ich das Hörbuch eben gemacht. Das Buch zum Hörbuch gemacht, das es jetzt ja als Gratis-Podcast gibt. Und dann habe ich das Handwerkerprojekt gestartet. Ich mach ein eigenes Video, versprochen. Aber ganz kurz dazu. Also ich fotografiere einen Haufen Handwerker. Und da kommt nachher ein Buch raus. Ein richtiges Buch, ein richtiges dickes Buch mit dickem Cover und so weiter. Kein Magazin. Und da werden halt die Handwerker porträtiert, also in Text und Bild. So, also wirklich auch mit Text. So, was macht denn eigentlich so ein Goldschmied heutzutage? Und so weiter. Das ist nicht so ganz einfach gewesen, auch eine schwere Entscheidung, aber ich mache ein eigenes Video dazu. Aber das kostet einfach sehr viel Zeit, beziehungsweise es zwingt mich oder es erlaubt mir, kann man sehen, wie man möchte, viel zu fotografieren. Und das wäre schon mal ein ganz wichtiger Punkt auch für dich. Vielleicht, wenn du gerade überlegst, was machst du nächstes Jahr, such dir ein Projekt. So wie ich jetzt sage, ich fotografiere halt eben Handwerker. Mach irgendwas, mach was Soziales vielleicht. Geh bei euch ins Kinderheim oder geh ins Tierheim oder keine Ahnung. Oder such dir ein Umweltprojekt oder irgendwas, wo du das Gefühl hast, da kommt vielleicht nachher ein Kalender raus oder eine Ausstellung oder. Aber konkretes Projekt nehmen für das Jahr, und das kann auch über 2 Jahre gehen oder sowas, aber so, dass du sagst, meine Fotografie hat einen Sinn und idealerweise, da kommt am Ende ein Produkt raus, an dem andere eine Freude haben. Egal, ob du es verkaufst oder verschenkst oder so, aber dass du nicht nur für deine Festplatte fotografierst, sondern auch für andere.
Und das ist die Idee hinter dem Handwerkerprojekt. Habe dabei viel gelernt. Ich bin ein besserer Fotograf als vor einem halben Jahr wegen den Handwerkern, weil ich viel gelernt habe. Da gibt es auch nochmal viel an euch zurück. Und ich hoffe, das Buch, was nachher rauskommt, gefällt hoffentlich auch vielen Leuten. Mal mindestens den Handwerkern hoffentlich, sonst mache ich was falsch. Aber hoffentlich auch euch. So, noch Projekte. Dann für das Zielfotomagazin meinen Webshop komplett neu aufgesetzt. Wenn du mir schon länger folgst und schon öfter was bei mir gekauft hast, weißt du, das war alles ein bisschen hemdsärmlich. Und das musste halt mal professionalisiert werden. Jetzt habe ich da eine professionelle Lösung. Und dadurch, dass ich hier die Möglichkeiten mit dem Lager habe, ist alles professioneller. Also ich habe halt einen eigenen Etikettendrucker mir gekauft. Ich kann halt jetzt Kartons gleich im 1000er-Pack kaufen, statt im 10er-Pack. Und dadurch kriege ich sie günstiger natürlich und ist alles ein bisschen effizienter. Ich habe meine Poststelle gefunden, wo ich halt auch mal einen Kofferraum voller Magazine abgeben kann, etc. Also das Ganze drumherum professionalisiert. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Dann habe ich im Herbst mit dem Martin von Camera Cave einen Imagefilm gemacht. Da waren wir in Berchtesgaden und haben hier was gemacht. Also er war hier bei mir aus Berlin und dann sind wir zusammen nach Berchtesgaden gefahren und so weiter. Und habe halt diesen Imagefilm gemacht. Das hat der Martin, hat mir einen guten Preis gemacht, aber er hat natürlich auch Geld dafür genommen. Vor allem aber hat das auch viel Zeit gekostet und vor allem war das eine super Gaudi. Das Problem mit dem Martin ist, der ist super nett und super gut und hat nie Zeit. Das ist ja das Problem mit den guten Leuten. Ne? Ich würde eigentlich gerne viel mehr mit ihm machen, weil er so nett ist und so gut ist und wir uns so gut verstehen. Aber er hat nie Zeit. Das heißt, Martin, du musst mehr Zeit haben. kümmer dich mal mehr um mich. Dann habe ich diverse Kooperationen natürlich gemacht. Zum Beispiel war ich ein paar Tage mit Nikon in Berchtesgaden und habe da einen Lehrfilm für Nikon gemacht. Den kann man bei Nikon kaufen. Beziehungsweise gibt es teilweise mit Nikon-Objektiven, gibt es den gratis dazu und so. eben den Podcast vertont, habe ich schon gesagt. Also wir haben eine ganze Menge gemacht. Und dann ist im Herbst, ab 1. Oktober, der Sebastian ins Team Wiesner gekommen, nachdem im Sommer die Elena schon so lose dazugekommen ist. Die taucht immer mal auf, die Elena. Von der sind auch die Bilder da übrigens. Und der Sebastian ist also fest angestellt. Und das hat natürlich auch nochmal einiges umgeworfen. Da musste er auch ein Büro eingerichtet haben, braucht er plötzlich einen Tisch und einen Stuhl und einen Monitor und so weiter. Diverse Ausrüstungssachen, mit denen wir auch erstmal umgehen können müssen natürlich. So wie der Gimbal oder wie halt jetzt der Monitor, der mich anguckt und so weiter. Und das musste ich auch so ein bisschen finden. Also im Moment kostet er mich noch mehr Zeit, als er mir bringt natürlich. Aber ich glaube, die Videos sind dadurch nochmal besser geworden. Sie bringen einfach ein bisschen mehr Bonus rein. Und ich habe halt jetzt den Luxus, ich kann sagen, Sebastian, nimm dir mal einen halben Tag Zeit und dreh mal ein Intro. Und dann nimmt er sich ein paar Stunden Zeit und geht halt mit der Kamera um irgendwas rum und so weiter und macht Schwenks etc. Und wird dadurch natürlich immer besser dabei. Und wenn er das ein halbes Jahr macht, dann schüttelt er das aus dem Ärmel. Das dauert halt. Das ist eine Investition von mir an euch quasi. Weil der Inhalt von dem Video wird dadurch ja nicht besser. Aber das Video ist professioneller. Und hoffentlich unterhaltsamer. Das versuchen wir natürlich. Wir wollen ja auch unterhalten, nicht nur informieren. So, ich drücke vorsichtshalber mal auf Stopp da, bevor ich jetzt eine halbe Stunde laber. Ausrüstung. Ausrüstung war ein interessantes Jahr, weil, das habe ich schon vor 2-3 Jahren angekündigt und das ist tatsächlich so. Ausrüstung ist so gut geworden, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, was Neues zu kaufen, wenn man was Aktuelles hat. Ich habe mir gekauft die Sony 6400, weil die tatsächlich nochmal einen deutlich besseren Augenautofokus hatte als die 6300. Das nutze ich eigentlich nur für meine Tochter, weil sonst für alles andere, was ich damit mache, ist die 6300 genauso gut. Also da gibt es eigentlich keinen Grund in der Landschaftsfotografie, und das mache ich mit der 6000er Serie. 6300 oder 6400 ist doch völlig wurscht, das sieht man den Bildern nicht an. Ich habe das 12mm Samyang als Objektiv dafür, ersetzt durch das Zeiss 12mm, das ist doch nochmal so ein... Wenn eine Nuance besser ist, aber wir reden von Nuancen, das Sigma ist super, das Samyang ist super. Dann habe ich mir die Canon EOS R gekauft, aber die ist ja jetzt nicht wirklich, habe ich ja ein Video zu gemacht. Ja, die ist moderner als meine alte 6D, aber den Fotos sieht man es nicht, ist wieder so, ja, ja, leidiges Thema. Die Nikon Z6, Z7 habe ich im Moment ausgeliehen, die gebe ich auch demnächst wieder zurück. Aber die sind nicht neu, sondern die kannte ich schon und die sind halt einfach jetzt halt ausgeliehen. Aber die sind nicht besser als die Sony, die mich filmt im Grunde. Und die meisten Sachen mache ich nach wie vor mit der Sony, weil die halt am flexibelsten ist. Beziehungsweise jetzt hat der Sebastian sie halt immer in der Hand. Und ich musste sowieso was Neues haben und dann war das mit der Nikon halt jetzt so ein bisschen praktisch natürlich. Aber ich habe mir nicht was Neues gekauft im Sinne von... Ich habe mir nichts Neues... Batterie low. Ne, ist ja wurscht. Ich habe mir nichts Neues gekauft im Sinne von, ich kann jetzt was besser machen als vorher. Nein, sondern convenient. Habe ich die Tage ein Video zugemacht. Also das wird so ein bisschen so bleiben. Ich werde weiterhin Reviews machen, neue Sachen vorstellen, aber wahrscheinlich auch mehr Gadgets oder so, weil Kameras
Objektive, da geht noch ein bisschen was, aber Kameras wird ein bisschen langweilig, weil irgendwie zu sagen, ja, sind die Kamera ist besser, aber nur noch in Nuancen, ist ja fast ein bisschen langweilig. So wie bei Handys, ne? Neues Handy, naja, es ist halt irgendwie ein Tick besser. Ausblick 2020. Ganz kurz noch, Rückblick, Ausblick, so ein bisschen gemischt. Auch das so ein bisschen zum Jahresende nutze ich die Zeit halt auch immer so ein bisschen, um in mich zu gehen, zurückzugucken, was ist passiert, welche, ich setze mir halt immer Ziele, welche habe ich erreicht, welche habe ich vielleicht nicht erreicht oder welche waren falsch oder unsinnig oder so. Mache ich, ist jetzt kein Thema für heute, aber ganz kurz, was ich mache, ist, ich sage so die großen fünf des Lebens, habe ich mein eigenes Video zu gemacht, die großen fünf des Lebens, die im Moment für mich wichtig sind. Und das müssen nicht Karrieresachen sein, das kann Gesundheit sein, das kann sein, was für den Umweltschutz zu tun oder keine Ahnung. Also bei mir ist zum Beispiel drauf, ich möchte ein guter Vater, / guter Ehemann sein. Und das heißt, viele meiner beruflichen Entscheidungen müssen damit in Einklang stehen. Ich wäre erfolgreicher, wenn ich mehr unterwegs wäre. Ja, ich hätte noch 10 Wochen mehr irgendwie in Island sein können oder irgendwo sein können. Aber das passt nicht mit dem, ich möchte halt eben auch viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Also muss ich sie mitnehmen, das geht nicht immer. Oder muss halt auch mal quasi zurückstecken, weil ich sage, Familie ist mir wichtiger. Solche Dinge. Und wie ich gesagt habe, ich fahre nicht mehr morgens um 6 ins Büro. Also jedenfalls nicht hier, sondern ich sitze zu Hause dann am Rechner. Weil ich möchte, dass Ronja mich jeden Morgen sieht. Das ist mir wichtig, ist mir wirklich wichtig. Solche Dinge. Und ein weiterer Punkt dabei ist, von meinen 5, ich sage nur 2 davon. Der zweite ist, ich möchte gesund alt werden. Ja, ich bin, in 3 Jahren bin ich 50. Wie mir die Tage so aufgefallen ist. Und ich glaube, ich bin immer noch relativ fit, aber und gesund und so, auch wenn ich gerade angeschlagen bin. Aber es ist mir wichtig und ich mache auch viele Entscheidungen darauf hin. Egal, ob es ein Lifestyle ist oder alles, was da so zugehört, Gesundheit halt. Also ich mache regelmäßig Sport, ich habe ein Rudergerät gekauft, weil die Knie mit dem Joggen halt so ein bisschen so eine Sache sind. Und sitze halt jetzt 50 Kilometer die Woche auf dem Rudergerät quasi, statt zu laufen. Nicht ganz das Gleiche, aber ja, Ersatzdroge halt. Und so weiter. Also versuch so ein bisschen gesund und fit zu bleiben. Ernährung ist ein großes Thema bei uns, etc. Neu ist so ein bisschen was sich schon lange angebahnt hat, mir einfach nicht so bewusst war. Und das ist jetzt, das kann man von der Greta kann man halten, was man möchte. Ich will ja gar nicht politisch werden. Aber was sie natürlich geschafft hat, ist, das Thema Umweltschutz zu thematisieren. Es wird ständig drüber gesprochen. In allen Kontexten, egal ob es auf Facebook ist, egal ob über sie geschimpft wird oder nicht, oder ob jemand irgendwie an seinen Auspuff ein Schild hängt, dass er irgendwie Greta doof findet. Ich wollte nicht politisch werden, muss jeder selbst wissen. Aber das Thema ist einfach sehr viel bewusster. Und das Thema Fliegen ist halt immer schwieriger für sich selbst auch. Und zu sagen, ja, ich fliege trotzdem und ich pflanze halt ein paar Bäume oder zahle halt nicht und pflanze sie nicht mal selbst, finde ich so ein bisschen scheinheilig. Aber ich habe keine Lösung. Oder was ich zum Beispiel nicht wusste, einfach viele Sachen, die ich einfach auch gelernt habe darüber, was ich zum Beispiel nicht wusste, dass Kleidung. Kleidung ist furchtbare Umweltverschmutzerei und 60% der Kleidung wird innerhalb von einem Jahr weggeschmissen. Also das T-Shirt ist fast 15 Jahre alt, ist vom Aldi. Da gab es beim Aldi gab's mal so eine Serie T-Shirts. Da habe ich so einen Stapel gekauft, ne? Informatiker, immer das oberste T-Shirt anziehen. Und langsam zerfallen die, die werden immer dünner. Und deswegen ersetze ich die so langsam, aber also nicht modisch, sondern einfach, weil sie kaputt gehen. So, das wäre auch so ein Appell. Vielleicht weniger Kleidung kaufen, wenn du schon alles hast. Also solche Sachen beschäftigen mich und ich habe da noch keine Lösung für, aber es ist was, wo ich mehr hingehen möchte. Ich möchte mehr im Umweltbereich machen, meine Reichweite dafür nutzen und auch einfach was Gutes tun. Ich habe jetzt zum Beispiel Geld für den BUND gesponsert als Spende. Aber das ist natürlich so, das verpufft natürlich so ein bisschen. Ne, wenn ich da irgendwie 1, 2, 3.000 Euro spende, dann verpufft das da so ein bisschen und die Hälfte davon geht wahrscheinlich wieder für Werbung drauf. Aber ich habe keine Lösung. Was soll ich machen? Eine Stiftung gründen und von euch Geld verlangen, damit ihr mir Geld helft, damit ich irgendwo Sumpf pflanze? Keine Ahnung. Also ich habe keine Lösung. Aber es beschäftigt mich und ich hätte gerne eine Lösung. Und ich gehe davon aus, dass in diese Richtung Umwelt irgendwie mehr gehen wird, ohne jetzt konkret was zu haben. Und dann noch ganz kurz persönliche Weiterbildung. Ich habe auch mal mehrere Weiterbildungen gemacht in diesem Jahr, eine ganze Menge sogar. Und da werdet ihr auch noch ein bisschen was, habt ihr schon was von gemerkt, weil meine Inhalte strukturierter geworden sind, weil mir mal jemand gesagt hat, meine Inhalte sind unstrukturiert. Das wusste ich schon lange, das habt ihr mir auch schon lange gesagt. Aber wie das halt so ist, ne? Wenn einem das Freunde sagen, dann ignoriert man das. Also habe ich viel Geld dafür bezahlt, dass mir einer sagt, deine Inhalte sind nicht strukturiert. Ich habe gesagt, ja gut, wenn du das sagst, dann stimmt das wohl. Deswegen achte ich darauf, dass meine Videos strukturierter sind. Nicht dieses, aber so generell. Ne? Hier liegen Zettel. So.
Und ich arbeite im Moment mit einer Logopädin zusammen, zum Beispiel, um ein bisschen an meiner Aussprache zu arbeiten, damit ich ein bisschen. Weil einige von euch mir sagen, ich spreche zu schnell. Dabei spreche ich so langsam, wie es geht. Also ich kann es kaum selbst hören, weil es so langsam ist. Aber gut, also ich arbeite daran und so weiter. Also persönliche Weiterbildung bleibt natürlich auch ein Thema. Und wäre auch so ein bisschen mein Appell, hin und wieder auch mal gerade jetzt im Winter zu sagen, wo habe ich da persönliche Schwächen oder persönliche Interessen und wo kann ich denn vielleicht mal was weitermachen, mal zum Logopäden gehen oder mal Englisch lernen oder Französisch lernen oder keine Ahnung, sowas. So, Ausblick, ich habe es versprochen. Ganz konkret arbeiten wir an mehreren Sachen, sehr konkret schon. Fotografieren zur Nacht. Das wird es im Ende Februar wollen wir das drucken. Das ist auch fast fertig. Zwei Artikel fehlen noch. Aber das Lektorat ist fast durch und das Layout ist auch schon fast fertig für das, was wir schon haben. Und das sieht mega aus. Das wird unsere beste Ausgabe. Wirklich, das ist unglaublich. Das sind so tolle Beiträge bei, in Text und in Bild. Ihr werdet jetzt sehen. Und sehr breit. Also da sind viele Bilder aus Hamburg drin, also fotografieren in der Nacht. Oder aus dem Ruhrgebiet, ja, fotografieren in der Nacht. Oder aus Wien, fotografieren in der Nacht in der Stadt. Aber auch ganz viele Sachen aus Norwegen, aus den Alpen, Deep Sky Fotografie, einer geht in der Ostsee tauchen, also wirklich so, pst, das ganze Spektrum, super spannend und ganz, ganz tolle Bilder, tolle Stories, tolle Fotografen dabei. Also ich bin total happy, das wird wirklich, das wird so gut, das wird so gut. Ich habe richtig Freude daran, abends das PDF durchzublättern, das entsteht so langsam, lauter leere Seiten. Und dann, immer wenn Susanne gearbeitet hat, ist da eine Seite mehr drin und das ist voll cool, wirklich. Und im Sommer wird rauskommen, Zielfoto. Pfälzerwald und Schwarzwald, schon mal als Vorankündigung. Pfälzerwald und Schwarzwald. Wir waren mehrfach im Pfälzerwald, wir waren auch schon im Schwarzwald. Wir wollen noch mal in Schwarzwald fahren, also noch nicht fertig alles. Aber wir haben schon einige Artikel dazu. Und ich werde auch noch mal einen Aufruf machen. Bitte nicht mir jetzt schon irgendwie Artikel und Bilder schicken, weil die ersten kommen schon. Machen wir noch nicht. Wir machen erst die Nachtausgabe fertig und dann im Frühling machen wir die nächste. Und parallel dazu wird dann eben das Handwerkerbuch rauskommen. Das soll so im Frühling, halt im Laufe des Frühlings rauskommen. Also drei Druckprodukte möchte ich eigentlich bis zu den Sommerferien durchhaben. So viel zum Thema, ein bisschen ruhiger angehen. Dann werden wir den Blog, wenn du meinen Blog folgst und liest, wirst du merken, dass da schon lange nichts mehr geht eigentlich. Ich komme einfach nicht dazu. Wenn der Sebastian noch produktiver ist, dann habe ich da wieder mehr Zeit für, beziehungsweise er wird auch was machen. Den werden wir komplett neu aufsetzen. Wir haben eine gute Idee, glaube ich, die euch wirklich Nutzen bringt. Etwas, das ihr mich schon lange fragt und oft fragt und andauernd fragt, das werden wir in dem Blog jetzt umsetzen. Ganz konkret geht das im Januar los. Sobald der Sebastian endlich mit seinen Ferien da fertig ist, tach, angestellte Ferien. Naja, also wenn der wieder da ist, legen wir damit voll los. Dann haben wir eine größere Reise geplant, wieder mit der Familie. Nicht nach Neuseeland, sondern wir bleiben hier in der Nähe, in Autoreichweite. Da sage ich dann später mal was zu. Und dann haben wir noch hier mit der Firma, mit meiner Firma sind zwei große Projekte am Laufen, die weitreichende, vor allem für mich, weitreichende Änderungen haben. Dazu sage ich dann auch im Januar was, wenn das alles da ist, noch nicht unterschrieben, aber sind zwei größere Sachen am Laufen. Dann im Januar treffe ich den Klaus Reinders. Mit dem Klaus Reinders habe ich ja letztes Jahr, also dieses Jahr, mehrere Workshops gemacht. Das werden wir 2020 wieder machen. Klaus Reinders und ich machen wieder Portrait-Workshops. Wir treffen uns im Januar und dann schauen wir mal in unser Kalender und gucken ein bisschen, was wir machen können. Und ich werde ständig nach Landschaftsfotografie-Workshops geplant. Das ist aktuell nicht konkret geplant. Weil ich finde, das Problem dabei, finde ich immer ein bisschen, man ist halt so abhängig vom Wetter. Und das ist sehr unfair für euch, wenn ihr einen Workshop bei mir bucht und ihr freut euch drauf und dann passt das Wetter einfach nicht. Weil Landschaftsfotografie ist nun mal im Wesentlichen zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen. Und die richtige Zeit heißt nicht nur morgens um 6, sondern es das heißt halt auch, man muss ein bisschen Glück haben. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Aber sie machen Spaß und es ist immer ein riesen Gaudi und wir gehen als Kumpels nach Hause und so. Deswegen, ja, wahrscheinlich wird es auch Landschaftsfotografie geben mit ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Aber es ist noch nicht, habe ich noch keinen Nerv für gehabt, mir Gedanken drüber zu machen. So. Ich wollte gar nicht so lange labern, aber ich glaube, es ist schon wieder lange. Ja, also. Wichtiges Thema für mich ist einfach mal meinen Hals in Ordnung zu kriegen, natürlich. Wichtiges Thema für dich ist, gut ins Jahr zu kommen. Ich wünsche dir einen ganz tollen, guten Rutsch, ein ganz tolles 2020. Ich hoffe, wir sehen uns in einem Jahr, selber Ort, selbe Zeit quasi, in einem Jahr wieder hier. Ich bin mir sicher, ganz viele spannende Dinge sind hier mit dem Kanal passiert, weil das bislang jedes Jahr war. Ich hoffe, du hast dich weiterentwickelt. Ich hoffe, du hast ganz viele tolle, du hast vielleicht dein großes Projekt gefunden und gemacht, so wie ich mein Handwerker. Hast du vielleicht dein Kinderheim oder deutsche Katzen oder keine Ahnung, deutsche Bäume? Deutsche Eichen. Irgendwas halt. Irgendwas Exotisches. Je exotischer, desto spannender, ganz ehrlich. Weil, wenn du sagst, du möchtest, mich hat die Tage einer angeschrieben, der möchte nach England fahren und möchte
ein Buch über England rausbringen und ich soll ihn unterstützen. Ja, warum soll ich dich unterstützen? Also hat er mir keinen Grund gegeben. Während wenn du was ganz Exklusives machst, was sonst keiner gemacht hat, und ich sage, oh ja, das gibt's ja noch gar nicht oder das interessiert mich oder sowas gibt's, ne? Dann ist es natürlich ganz was anderes. Also such dir irgendwas Exotisches. Je exotischer, glaube ich wirklich, je exotischer, desto wahrscheinlicher ist, dass du damit auffällst, dass du damit vielleicht auch mal im Fokus landest, im Spiegel landest oder keine Ahnung. Oder halt einfach Leute für interessierst. Man muss ja nicht publizieren. So, also, ihr gesundes 2020. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin. Tschüss.